muss ich dann doch hier rein. Nee, bin ich hier draußen. Da muss irgendwas drin sein. Dann sag mir bitte wo. Ah, du meinte etwa die Box hier? Das glaube ich aber nicht. Das glaube ich aber nicht. Naja, wie auch immer, ich finde es nicht. Bitte einmal Moni, gibt's hier nicht. Was gibt es denn hier noch so als Auswahl dafür? Oh. So. Auf geht's in den Krieg. Gibt's keine Arschlöcher mehr. Vertrauen den ganzen Scheiß hier irgendwie nicht. Und rein in den Truck. Kannst du den fahren? Leo, ist da los? Und du meinst, mein letzter Einsatz war ein Desaster. Okay, fahr los. Wir haben Leo. Wo soll er hin? Ja, zieh mit Bremsen. Wohin muss ich? Okay, wir fahren über den Damm. Okay, geht klar. Alles klar. Wo müssen wir hin? Auf der anderen Seite der Brücke ist ein Burgerladen. Ey, was macht ihr? Was macht ihr? Jawohl. Jawohl, wenn es immer so läuft, dann fahre ich einfach die ganzen Missionen durch am besten. Leo ist wichtiger als ich glaube. Explodieren in ihr alle. Heute den Weg. Oh, geil. Servier ist halt ein Panzer. Ja, toll, der schießt auf uns. Mach doch mal das. Was sagt's? Ah, oh, Scheiße. Ich kann nicht schießen. Boah, fuck. Ah, Scheiße. Ich stecke fest. Ja klar, wir explodieren es nicht dabei. Alles okay. Michael, los! Ihre Schulterblut sind wegen Sau. So, weg mit euch. Was habt ihr denn dann auch? Heiß drauf, geht raus! Ja, schade. So. Da ist das! Wuhu! Detective! Ja, ich habe heute zwei Dinge gelernt. Improvisieren könnt ihr perfekt, aber unauffällig arbeiten nicht. Sir, die Typen wussten, dass Leo da sein würde. Kann mir jemand erklären, was mit dem passiert ist? Die Fahrt war holprig, Captain. Leo war nicht angeschnallt. Ach so? Helft ihm hoch! Sir, Leo war enttäuscht, dich dort nicht persönlich anzutreffen. Und ich glaube, man sollte ihn besser in Schutzhaft nehmen. Das sehe ich ganz genauso. Und du, Detective, hm? Bist du sicher, dass sich Leo auf der Fahrt verletzt hat? Ist das deine Antwort, wenn man dich fragt? Yes, Sir. Das ist sie. Gut. Ich bringe ihn an einen diskreteren Ort. Und jetzt verpisst euch! Ach, was war das gerade? Das war Vertuschung. Gewöhn dich lieber dran. Damit wir alle dieselbe Geschichte erzählen, Kleiner. Und welche Geschichte soll das sein? Die, in der wir rausfinden, wer uns gearscht hat. Yes. Nächste Episode. Alles klar. Du wolltest mich sprechen? Mendoza, setz dich. Ihr bekommt einen neuen Auftrag. Keine Bange, er schickt dich nicht zur Verkehrspolizei. Naja, noch nicht. Okay, Leo, unser Freund Leo. Er hat uns verraten, was er weiß, und ist wieder gegangen. Ich dachte, er wollte beschützt werden. Sag nicht, was Leo erzählt hat. Drogenpakete. Ihr verarscht mich. Flugzeuge starten, Drogen landen. Mitten in die Everglades und zeig's ihm. Eine Angelkarte. Wer steckt dahinter? Ein Bastard namens Remy Nels. Vor 2 Jahren war Nels niemand. Ein Nobody. Jetzt untersteht ihm die gesamte Organisation, zu der auch Tyson Letchford gehört. Hat wohl große Pläne, der Mann. In der Tat.
Ihr zwei geht in dieses Schlammloch, genannt Nationalpark, und findet heraus, wie seine Pläne genau aussehen. Sir, warum sollte Leo seinen Boss verraten und dann einfach wieder gehen? Leo sagte, er fühlt sich bei der Polizei nicht mehr so sicher. Das war's. Ach, Mendoza, warte kurz. Klar. Deine Partnerin ist jetzt köpfig. Sie ist von ihrer Sache überzeugt. Gute Antwort. Setz dich, Junge. Es wird wegen der Elmore-Sache Beschwerden geben. Polizeigewalt, etc. Keine Sorge, ich regel das. Das ist sehr nett. Danke sehr. Wie geht's deiner Mom, Detektiv? Entschuldigung? Deine Mom hat sich ja viel durchgemacht bei der Flucht aus Kuba. In deinem Alter wird keiner mal eben Detektiv ohne gründlichen Hintergrundcheck. Und bei dir gab's eine Menge Hintergrund. Ach, ist schon okay. Ich weiß, wie es ist, einen Arschloch als Vater zu haben. Das hat mich auch ziemlich lange verfolgt. Und du? Machst das gut, mein Sohn. Weiter so. Meine Güte, Leos Karte ist furchtbar. Da stimmt ja gar nichts, aber hier sind wir richtig. Leo hat Dorst die Karte gegeben, hat sie einfach rausgerückt. Eine unfassbar beschissene Karte. Aber was hat er denn davon? Das begreife ich einfach nicht. Naja, irgendwas hängt ihm offenbar im Nacken oder irgendjemand. Wer immer die Pakete abwirft, Leo will, dass wir Bescheid wissen. Damit wir seine Konkurrenz ausschalten, oder? In Miami ist er erledigt. Und das weiß Leo. Wahrscheinlich kocht er gerade Drogen irgendwo in Iowa. Was ist überhaupt in dich gefahren, ihn so zu verprügeln? Leo konnte sich einfach nicht benehmen. Naja, das könnte die Dienstaufsicht auch von uns behaupten. Da sind sie. Los zur Abwurfstelle. Die Dealer behalten ihre Pakete per Foto. Zahl auf Leos Karte ist sichere Frequenz. Sieh einer an. Wir haben ein Signal. Fahr nah an ein Paket ran, dann markiere ich es mit einem Zielpfeil. Mal sehen, wer das Ding abholt. Als die Drogen noch über Miami transportiert wurden, hat es in den Sümpfen nur so vor Schmugglern gewimmelt. Vielleicht wiederholt sich das alles jetzt. Hoffentlich nicht. Damals haben sich die Kartellleute sogar auf Kindergeburtstag. Ja, ich erinnere mich. Ich war damals noch jung, da ging irres Zeug an. Blut auf dem Gehweg. Pitbulls mit aufgeschlitzter Gehweg. Wie zum Teufel hat deine Mom dich da rausgehalten? Das klingt vielleicht kitschig. Sie hat geschuftet und mich geliebt. Oh ja, und wie das kitschig klingt. Mama. Ist die kein Schiss haben vor den ganzen Krokodilen? Habt ihr das süße Krokodil auf dem Boot gesehen? Das sieht ja so süß aus. Ist echt richtig schön gemacht, muss ich sagen. Also echt beeindruckt. Es macht einfach schon allein Spaß, das Spiel zu spielen, weil es so schön aussieht. Okay, dann verfolgen wir das Ding mal. Ich hab wieder ein Signal. Dann mal los. Da stecken mindestens 10 Kilo in dem Paket. Amerikaner stehen halt auf Drogen. Ich will damit sagen, dass das hier eine große Nummer ist. Sonst hätte uns Dawes nicht hier rausgeschickt. Angenommen, die Kartelle nutzen Miami wieder als Umschlagplatz. Aus welchem Grund? Meine Meinung? Mexiko ist zu heiß geworden. Wir wandern Schmuggler vielleicht in den Knast, sie werden aber nicht von Drogenbossen kalt gemacht. Amerikaner stehen halt auf Drogen. Du weißt, dass es eine große Sache ist, dass Dawes uns hierauf angesetzt hat, oder? Das weiß ich. Das Problem ist, dass wir damit zu keinem Staatsanwalt gehen können. Wen interessiert's? Ist doch viel spannender so. Naja, sehr spannend, über Kongo zu fahren und Schiss zu haben zu müssen, dass irgendwelche Krokodile einen auffressen. Das
war schon wieder. Komm, voll Vivo gefahren. Juhu. Kann man eigentlich auch kentern. Und übrigens, Captain Dawes, der Typ war früher absolut gnadenlos. Ja, das habe ich gehört. Das ist nur eine riskante Art zu arbeiten. Mein Tipp, du willst beim Captain punkten? Dann zieh die Samthandschuhe aus. Was ist das hier? Der dreckige Teil der Polizeiarbeit? Du hast es kapiert. So. Markieren wir mal schön drauf die Ziele. Und der nächste. Boah, ich glaube, der könnte sich auch gebrauchen. Scheiße, ich hänge. So. Ich sehe schon das erste Ziel. Da ist es. Oh Mensch, jetzt. Jetzt ist aber gut hier. Das werde ich ja wohl noch schaffen. Gnade beim Fallschirm. Okay, spring raus und markiere es. Hier gibt's viele Alligatoren. Keine Panik. Die haben mehr Angst vor uns, als wir vor ihnen. Sag das nicht. Ich traue der ganzen Sache nicht. Ich will da nicht hin. Ich will da nicht hin. Es liegt doch hier nicht ohne Grund so hässlich rum. Sag einfach Danke. Okay. Danke. Vielleicht sollten wir auf dem Weg bleiben. Ja, bitte. Gute Idee. Mein Gott. Weg hier, ich gehe nicht ins Wasser. So ein Riesenviech, das auch war. Wir müssen hoch auf die Plattform. Oh nein! Wenn wir den Kletterhaken, ist eine Sportleihgabe. Ich hätte das gerne, oder? Na toll. Nein. Ziele mit dem Haken auf die Plattform. So. Yippie! Und jetzt? Ah, da geht's runter. Haben die Lieder die gebaut? Das ist eine alte Aussichtsplattform. Mit Huris. Alles okay, Kai? Und deine Schulter? Das tut eh wie Sau, Mann. Ja, dann hättest du halt daheimbleiben müssen, Mensch. Ganz einfach. Leute bleiben schon zu Hause wegen dem Schnupfen und du mit einer angeschossenen Schulter, wo sogar die Arterie getroffen worden ist, gehst hier auf Krokodiljagd. Mensch, Mädchen. Ey, das nervt mich langsam. Sollte es eigentlich. Wo soll ich das hinmachen? Wo soll ich das jetzt hin? Bitte? Zisch runter, ich bin hinter dir. Zisch runter, ich bin hinter dir. Hä? Was willst du denn eigentlich? Was willst du eigentlich? Müssen wir hier irgendwo hin?